70 Jahre Moral Bombing. Ein Jubiläum der besonderen Art. Der Name sagt's uns, eine englische Erfindung, das moralische Zerbomben. Ja, heute vor 70 Jahren begann das dunkelste Kapitel westlicher alliierter Kriegsführung, den Gegner moralisch zu zerstören. Und das geht am besten durch Töten von Frau und Kind des Soldaten in der Heimat. Dazu ist es noch viel ungefährlicher, als ihm an der Front im Kampf gegenüberzutreten. Der Chef der Royal Air Force, Sir Arthur Harris, ließ am 28. März 1942 Lübeck als erste große Stadt Deutschlands in Schutt und Asche legen. Flächendeckend. 323 Menschen, Zivilisten, kamen ums Leben. Es sollten Hunderttausende werden in Deutschland. In den Kriegen zuvor waren Zivilisten eigentlich eher selten direktes Angriffsziel. Es gab ja dazu auch entsprechende Konventionen wie die Haager Landkriegsordnung und einen elementaren Grundanstand, dass Frauen und Kinder verschont werden im Kampf. Eigentlich in jedem Manne eingeprägt. Gut, die britische Hungerblockade während des Ersten Weltkrieges und danach war auch schon direkt gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Auch mit Erfolg, denn es verhungerten nahezu 1 Million Deutsche. Aber Moral und britische Kriegsführung, das sind wohl zwei unversöhnliche Gegensätze. Von wegen gentlemanlike. Bei Machtfragen war das im Empire nie Sitte. Im Übrigen ist die US-amerikanische Art seit deren Bürgerkrieg auf demselben Niveau. Und sie wurden immer perfekter darin, bis hin zu Dresden, dann weiter nach Hiroshima und Nagasaki. Und bis heute, siehe Belgrad, Irak und Libyen. Der Slogan seitdem, bombt kaputt, was nicht pariert und auf die Knie geht. So wird die Welt regiert und passend gemacht. Ressourcen und Wirtschaft in den eigenen Machtbereich integriert. Die betroffenen, besser zusammengebombten Menschen, nun, die haben halt Pech gehabt. Und wenn die Syrer nicht bald artig werden und kuschen, geht's ihnen genauso. Die müssen endlich arabisch befrühlingt werden. Dabei fragt es sich dann nur noch, ob der Iran vor Syrien doch drankommt oder erst danach. Da der syrische Hafen Tartus gleichzeitig russischer Flottenstützpunkt ist, wird die Angelegenheit natürlich ein bisschen kompliziert mit dem Bombardieren. Wenn die Russen nun nicht stillhalten, holala. Also sitzt wohl doch der Iran in der ersten Reihe der zum Abschuss Freigegebenen. Er ist zwar nicht arabisch, aber allemal gut und reif für Freedom and Democracy. Außerdem behaupten die Iranis steif und fest, dass Israel keine Sonderrechte hätte gegenüber anderen Völkern. Igitt, igitt, na nu wird's Tag. So eine Gleichmacherei. Da könnte ja jeder kommen, nicht wahr? Auf jeden Fall, die Schlachtschiffe und atombestückten U-Boote sind bereits unterwegs oder vor Ort. Die Kamerateams und lizenzierten Kriegsberichterstatter für geordnete Information werden sicher auch schon in den Startlöchern sitzen. Pulver und Lunten sind also ausreichend vorhanden. Es fehlt wohl nur noch der Funke. Aber an dem hat's noch nie gemangelt. Wie uns die Schicksale oder arrangierten Überfälle auf die Maine 1898 im Hafen von Havanna, die Lusitania 1915 vor Irland, Pearl Harbor 1941 oder sogar das Auschwitz-gleiche Konzentrationslager in Pristina 1999 immer wieder aufs Neue bewiesen haben. Den Bombardierern geht die Lust auf ihr Geschäft leider nicht aus, weil es eben ein Bombengeschäft ist.